Hallo Freunde der alten Kampfkünste, hier ist der Thorsten für die Stahlakademie und ich hoffe euch da draußen geht's gut im Lockdown. Ich hoffe euch fällt die Decke nicht auf den Kopf und ihr übersteht diese Zeit ohne größere Schäden und bei bester Gesundheit. In dem heutigen Video geht es um Bohrschwerter, genau genommen um ein bestimmtes Bohrschwert. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich ein Unboxing-Video hochgeladen habe vor einigen Wochen. Der Felix Bollwein und ich hatten ein Gemeinschaftsprojekt beschlossen. Er schmiedet mir zwei Schwerter und im Gegenzug dazu mache ich die ziemlich komplexen Griffe, die diese Schwerter haben, und schicke ihm dann eins zurück. Das heißt also ein Schwert für Felix und ein Schwert für mich. Und Felix Bollwein von der Hammerbach Schmiede hat ganz fantastische Arbeit geleistet. Die Klingen sind wunderbar geworden. Und jetzt war es an mir, die Griffe dafür zu bauen. Und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen. Vorher vielleicht ein kleiner Exkurs über den Gegenstand unserer heutigen Besprechung. Das Bohrschwert. Bohrschwerter sind eine Erscheinung des Spätmittelalters und der frühen Renaissance. Das heißt also mittleres bis spätes 15. Jahrhundert und frühes 16. Jahrhundert. Ausnahmen, die da vielleicht aus diesem Zeitrahmen rausbrechen, mögen die Regel bestätigen. Und in der Ewart-Oakeshott-Typologie sind die Bohrschwerter der Typ 15a, in diesem Graph hier ganz oben rechts. Und Bohrschwerter zeichnen sich dadurch aus, dass sie besonders spitz sind und eine besonders dicke Klinge mit sehr steifen Eigenschaften haben. Das heißt, es sind schwere Klingen mit einem hohen Mittelgrad, die dazu geeignet sind, besonders harte Stiche auszuteilen. Zum normalen Bloßfechten sind Bohrschwerter eher minder geeignet, da sie fürs Hauen und normale Schneiden und Schwingen nicht sehr führig sind. Es gibt Bohrschwerter mit einem eher normalen Klingenprofil, was jetzt einfach die Form anbelangt, nicht die Höhe, die sind alle sehr massiv. Also einfach ein rhombischer Klingenquerschnitt. Es gibt aber auch welche, die nähern sich schon den spätmittelalterlichen Dolchklingen an und sind teilweise dreikantig oder vierkantig mit einer ganz extrem ausgeprägten Mittelrippe. In der Wallace Collection von London gibt es zum Beispiel eins. Das ist auf der einen Seite fast flach und auf der anderen Seite ragt so eine 1 cm hohe Mittelrippe hervor. Es ist eher ein Stahlträger als ein Schwert. Und allen zusammen gemein ist eben diese extreme Spitze. Grundsätzlich würde ich sagen, dass, was die Klingenform anbelangt, es eine Verschiebung im Laufe der Entwicklung gibt. Die frühen Harnischkampfschwerter haben eher ein schwertähnliches Klingenprofil und die späten Harnischkampfschwerter sehen dann tatsächlich schon so wie ein Drei- oder Vierkantdolch aus, teilweise auch mit sehr hohen Mittelrippen. Auch hier bestätigen Ausnahmen natürlich wie immer die Regel. Es gibt außerdem noch eine Menge Hybriden. Also man findet in Museen immer wieder Schwerter, bei denen man sich nicht ganz sicher ist. Ist es jetzt ein Langschwert oder ist es jetzt ein Bohrschwert? Das kann zum Beispiel sein, dass ein Langschwert eine ganz normale Form hat, aber dann vorne am Ort nochmal eine verdickte Mittelrippe hat, damit das Schwert im Stich einfach nochmal etwas gefährlicher ist. Das kann beim normalen Fechten nützlich sein, es kann aber auch sein, dass man manchmal auch mit Schwertern Halbschwertfechten, also das Schwert in der halben Klinge greifen, dass man das eben auch mit normalen Waffen gemacht hat, wenn man es eben gebraucht hat. Der Griff ist meistens einhändig oder anderthalbhändig, selten der von einem langen Zweihandschwert. Insgesamt wirken Bohrschwerter aber schon so ein bisschen in die Größenordnung von einem Langschwert gehend, weil die Klingen oft auch vergleichsweise lang sind. Also es sind keine sehr kurzen Waffen. Das Wort Bohrschwert deutet bereits auf den Zweck dieser Schwerter hin. Übrigens durchaus ein historischer Begriff. Man findet Böhrschwert oder Peerschwert als Bezeichnung in den Quellen. Manchmal auch einfach Bratspieß, so als lustige Analogie. Der internationale Begriff, der sich so ein bisschen verbreitet hat, ist der Estoc. Und wenn man den googelt, dann findet man ziemlich viele Bilder von Bohrschwertern aus der internationalen Fechtszene. Das Bohrschwert ist ein Spezialschwert für den
Kampf im Harnisch. Für das Duell in voller Plattenrüstung. Normale Schwerter, mit denen man wunderbar schneiden und normal stechen und vor allem auch hauen kann, haben gegen eine Plattenrüstung relativ wenig Chancen. Jeder, der zu Hause eine Plattenrüstung hat, wird das bestätigen können. Man kann sehr hart auch mit einem scharfen Schwert draufhauen und das interessiert einem mal so gar nicht in den allermeisten Fällen. Die Rüstung hat aber auch Schwächen und zwar überall dort, wo sie beweglich sein muss und wo sie Gelenke hat. Und dort sind auch Spalten und dort kann man zum Beispiel den Ort einer sehr scharfen Waffe ansetzen und dann eben dann doch ins Fleisch schneiden, eben an den Rüstungsteilen vorbei, zwischen den Rüstungsteilen hindurch, das sogenannte Ansetzen. Und das Ansetzen kann beim Harnischkampf mit vielen Waffen geschehen. Auch beim Harnischkampf ist die Standardwaffe oft eher die Klewe bzw. der Speer und das Schwert ist dann die zweite Wahl. Aber wenn man dann ein Schwert hat, dann braucht man eins, mit dem man besonders gut stoßen kann, mit dem man in diese Blößen der Rüstung ansetzen kann und dort eventuell sogar noch in der Lage ist, einen Rüstwams zu durchstoßen oder sogar etwas Kettengeflecht, denn man trägt den Harnisch ja nicht auf der blanken Haut, sondern man hat ja auch noch Dinge drunter, auf die der Harnisch dann eben aufgeschnürt ist. Ja, das Problem ist, dass es sehr schwierig ist, mit normaler Schwertkunst, mit einem freien Stich, wenn ich also, sagen wir mal, keine Ahnung, ein Langschwert jetzt hier, das ist jetzt allerdings ein sehr großes Beispiel, ein Langschwert hier in beiden Händen halte und jetzt hier auf die Distanz im Stich irgendwas, was so klein ist wie die Blöße einer Rüstung, ordentlich zu treffen, da brauche ich schon sehr viel Übung und es kann schief gehen und dann rennt mich der andere mit seinem Harnisch einfach um und er sticht mich mit seinem Dolch. Deswegen muss ich ein Schwert im Harnischkampf anders führen. Idealerweise mit der linken Hand an der Klinge. Denn dort habe ich deutlich mehr Kontrolle über den Ort und ich habe auch den entsprechenden Hebel, um das Schwert in diese Spalten der Rüstung zu bohren. Das Problem bei der Sache ist, dass der andere dann auch ein Schwert hat und es genauso benutzt. Und demzufolge stehen wir beide ebenso da wie diese Fechte hier auf dieser Abbildung und versuchen jeweils unser Harnischkampfschwert in die Blößen der Rüstung anzusetzen. Und das führt dann zu einer Menge Hebel- und Ringkunst, bei der wir versuchen, den Ort des anderen wegzuschieben oder wegzuhebeln und selber dann in seine Rüstung anzusetzen. Und wenn wir beide da hart kämpfen, dann entwickelt sich daraus eine Kampfkunst aus Armbrüchen, aus Würfen, aus Festhalten und Ansetzen. Und das ist eine sehr brutale Sache. Und einer der Künste Lichtenauers, also Johannes Lichtenauer hat eben nicht nur das Fechten mit dem Langschwert zu einem System ausgebaut, sondern eben auch das Fechten mit dem Harnischkampfschwert. Und diese Fechtkunst hat einen bestimmten Namen. Es ist die Kunst mit dem Schwert zu Kampf. Das bedeutet, dass tatsächlich das hier für den Ernstkampf gedacht war und da nicht lange gefackelt wurde, während das normale Langschwertfechten auch oft einen sportlichen Hintergrund hatte. Nicht nur, natürlich ist das normale Langschwertfechten eben auch kriegerisch bzw. auch zur Selbstverteidigung gedacht, aber in den Fechtschulen hat man so gut wie nie Harnischkampf gemacht, das war eine ritterliche und sehr tödliche Angelegenheit. Man hat aber in den Fechtschulen eben ziemlich viel Bloßfechten mit stumpfen Langschwertern getrieben. Hier nochmal ein Bild aus dem Thalhofer und was uns an den Harnischkampfschwertern, die hier benutzt werden, auffällt, sind, dass sie oft nochmal modifiziert sind. Dieses zum Beispiel hat am Knauf und am Kreuz Dornen, um eben zusätzlich noch Verletzungen zuzufügen. Das heißt, man kann, wenn man hier mit dem Knauf stoßt, das Helmvisier trifft, dann kommt man vielleicht bis zum Auge runter. Die Dornen sind dafür da, um mit dem Kreuz besser reißen zu können, zum Beispiel wenn man jemandem das Knie wegziehen möchte. Hier ebenso bei Thalhofer, da sieht man, dass der Knauf, also im Rest des Buches sind die Knäufe schön rund und knubbelig und auch schön zum Anfassen und diese Knäufe sind sehr dornig und wenn man damit zum Beispiel einen Mordhau macht, wie die linke Figur hier, die allerdings ohne Harnisch gezeichnet ist, dann ist der Impact auf den Schädel und auf das Helmvisier, vor allem wenn das Helmvisier nicht runtergeklappt ist, sondern eben das Gesicht frei ist, dann doch nochmal größer. Und auch die Kreuze sind spitz und angeschärft.
Und hier ist nochmal ein Beispiel für den späten Hardisch-Kampf. Das ist dann schon wirklich Renaissance, 16. Jahrhundert, Paulus Hector Meyer. Hier sieht man noch die sehr deutliche Mittelrippe. Man sieht Haken am Kreuz und man sieht Dornen am Knauf. Diese Modifikationen können allerdings sehr unterschiedlich sein. In einem von Thalhofers Fechtbüchern sehen wir auch so eine Art Baukasten aus verschiedenen Knäufen und verschiedenen Kreuzen und sogar verschiedenen Klingen mit unterschiedlich Klingenprofil und teilweise auch mit irgendwelchen Stoppscheiben vorne an der Klinge. Und dann kommen wir auch langsam mal zu dem Schwert, um das es heute gehen soll, nämlich dieses hier auf der linken Seite. Es gibt von diesem Schwert eine Menge Fotos im Netz mit verschiedenen Hintergründen. Das liegt daran, dass es die letzten 20 Jahre immer mal wieder umgehängt wurde in der Ausstellung. Es befindet sich in Wien, in der Wiener Hofjagd- und Rüstkammer und ist Teil der kaiserlichen Sammlung. Und es handelt sich um ein Burschwert um 1500 rum, plus minus. Genau datieren kann man es nicht, weil es zur Anschaffung keine Notizen gibt. Es stammt aber aus der alten kaiserlichen Sammlung. Und von der Einordnung her könnte man es wahrscheinlich ungefähr auf die Zeit Kaiser Maximilians zurückführen. Der erste Ritter, der auch sich im Turnier sehr hervorgetan hat. Und dieses Schwert hängt schon recht lange, das wollte ich jetzt nicht zeigen, recht schon lange in Wien und ist dort auch schon sehr lange ausgestellt und es ist der Waffenkunde wohl bekannt. Es ist Teil eines Paares von Schwertern, die meistens zusammen ausgestellt werden. Es gibt zwei dieser sehr imposanten Waffen dort und diese beiden Hardisch-Kampfschwerter haben ein Feature, das sie besonders auszeichnet, nämlich eine große Unschärfe in der Klingenmitte zum Greifen mit der linken Hand. Hier zeige ich sie auch nochmal aus einem waffenkundlichen Buch. Sie werden in der waffenkundlichen Literatur das erste Mal Ende des 19. Jahrhunderts erwähnt und dann taucht nochmal Zeichnungen in den 60er Jahren auf. Und das sind auch diese beiden Schwerter, die man hier in der Vitrine sieht. Und hier sieht man auch nochmal ganz wunderbar den Griffteil in der Mitte, wo man das Burschwert mit dem Handschuh berührt. Schwerter dieser Art sind nicht völlig einzigartig, also diese beiden sind nicht die einzigen. Ich habe im Netz noch mindestens zwei, drei andere gefunden. Hier ist ein Beispiel mit einem sehr großen Fehlschärfe in der Mitte und hier sogar eins mit zwei Fehlschärfen. Ja. Mal gucken, ob wir das ein bisschen kippen können. Genau. Und da sehen wir, dass das Ding sogar zwei Griffe hat. Wahrscheinlich nicht, um beide Hände dran zu nehmen, wobei beim Mordhau könnte das durchaus Sinn machen, vielleicht sogar einfach, um mit der linken Hand nochmal einen Griffwechsel zu ermöglichen. Wir wissen es nicht genau. Hier ist auch nochmal ein Beispiel mit zwei Fehlschärfen, vielleicht auch, um den Mordhau zu schlagen, vielleicht aber auch, um Griffwechsel zu erlauben. Und das ist sogar ein, ich würde sagen, ein rein mittelalterliches Schwert vom Design her. Das sieht mir schon nicht mehr nach dem 16. Jahrhundert aus. Gut, kommen wir also zu dem Wiener Burschwert. A168 heißt es. Und ich durfte es 2006 untersuchen, zusammen mit meinen Freunden von der Gruppe Breinschlag aus Wien. An dieser Stelle nochmal alles Gute nach Wien. Man darf, wenn man in Wien Burschwerter untersucht, keine Fotos dieser Untersuchung zeigen, aus urheberrechtlichen Gründen. Und ich darf auch den Datensatz nicht veröffentlichen. Also bitte fragt mich nicht nach Zahlen. Ich kann euch ungefähr sagen, wie groß es ist und wie viel es wiegt. Aber bittet mich nicht um die Blaupause. Diese Aufzeichnung habe ich damals für mich selbst getätigt und für die Dreinis und ich darf sie nicht herumreichen. Hier sehen wir die Zeichnung, die ich angefertigt habe mit ausgegrauten Nummernwerten. Und da sehen wir auch, dass dieses Schwert sehr auch diesen anderen vergleichbaren Schwertern entspricht. Und
Hier sehen wir nochmal was ganz Besonderes. Der Griff dieser Waffe war komplett in Leder eingenäht. Und das ist etwas, das sie tatsächlich einzigartig macht und das sich so aus dem kompletten späten Mittelalter bei Schwertern sonst nicht kenne, auch nicht aus der Renaissance. Eigentlich ist mir kein einziges Schwert bekannt, von dem ich weiß, dass der Griff komplett in Leder eingenäht war. Und damit meine ich wirklich das Kreuz und den Knauf. Der komplette Griff ist mit Leder überzogen, was bedeutet, dass die Gehilfslederung eine ziemlich komplizierte Angelegenheit ist. Ich selbst habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 verschiedene Lederteile verarbeiten müssen, um diesen Griff zu replizieren. Warum dieser Griff komplett in Leder eingenäht war, kann ich euch nicht mit voller Gewissheit sagen. Es bringt im Kampf keine großen Vorteile, denn dort, wo man das Schwert hält, nämlich am Griff, ist sowieso immer Leder dran oder zumindest Kordel und das rutscht nicht einfach so weg. Und für den Knauf und für das Kreuz ist es eigentlich nicht wichtig. Zumal man sagen muss, dass diese Belederung an Knauf und Kreuz auch relativ empfindlich ist. Die kann man also schnell wegkratzen und beim Harnischkampf wird viel mit dem Kreuz gerissen und gehebelt und mit dem Knauf wird viel gestoßen und gehebelt und gezogen. Das heißt also, man fetzt halt innerhalb von Minuten dieses Leder runter. Ein Hinweis, wozu diese ganze Belederung dann doch gut gewesen sein könnte, sehen wir hier. Das Schwert war nämlich komplett bemalt. Man sieht es wirklich nur, wenn man ganz nah rangeht und wenn man das Schwert aus dem richtigen Winkel beleuchtet. Am ehesten sieht man noch den roten Streifen in der Mitte. Tatsächlich ist es jedoch so, dass der komplette Griff bemalt war. Das Kreuz war mit schwarz-rot-weißen Streifen bemalt und der komplette Griff von vorne nach hinten. Das sind heraldische Farben und dieses Schwert wird auch generell eher dem Turnierkomplex zugeordnet. Und ich stelle mir so vor, dass der Besitzer eben diese Farben einfach getragen hat er einfach wollte, dass man ihn von weitem erkennt. Und er hatte wahrscheinlich eine Helmzier in den gleichen Farben, er hatte wahrscheinlich auch eine Helmdecke. Und tatsächlich haben wir diese Originalbemalung bei einem der beiden später rekonstruiert. Und die Strahlkraft ist wirklich immens. Bevor ihr euch über die Farben wundert, schwarz, rot, weiß, die ja heute in Zeiten des bedauerlichen Rechtsrucks unangenehme Assoziationen wirken, seid beruhigt. Das sind wahrscheinlich die Farben des Hauses Habsburg, also weiß und rot. Und schwarz steht wahrscheinlich nochmal für den kaiserlichen Doppeladler in der Mitte des Wappens. Es gibt Spekulationen, dass dieses Schwert Maximilian selbst gehört hat. Und tatsächlich haben wir Hinweise darauf, dass er diese heraldischen Farben wirklich getragen hat. Ein Hinweis kommt von ihm selbst. Es gibt mehrere Bücher, die Maximilian hat verfassen lassen und teilweise vielleicht auch selbst verfasst hat. Eines davon ist der Freidank. Das ist ein Turnierbuch, ein sehr aufwendig bemaltes Turnierbuch. Und es erzählt die fiktive Geschichte eines Ritters. Und das ist Maximilians alter Ego und es beschwärmt einfach seine Turniertaten. Und da gibt es eine Textstelle, wo drei Jungfrauen dem Helden neue Wappenfarben zu erkennen, sie ihm sozusagen verleihen. Und das sind eben genau diese Kombination Schwarz, Rot, Weiß in dieser Reihenfolge. Und es gibt mindestens ein Bild in dem Buch, da trägt er diese Farben auch und macht dabei einen ziemlich krassen Stunt vom Pferd, weil beide Ritter im Gestech erwischt wurden und theatralisch vom Pferd fliegen. Ja. Also wir können durchaus spekulieren, dass dieses Schwert Maximilian selbst gehört hat. Es stammt aus der entsprechenden Zeit, es stammt aus der kaiserlichen Sammlung und wir haben Belege dafür, dass er diese Farbkombination zumindest in der Theorie schätzte. wenn es ums Turnieren ging, das Schwert selbst
wurde allerdings von ihm wahrscheinlich nicht wirklich verwendet, denn das hat eine völlig makellose Klinge. Und die vielen Lederteile, von denen wir gerade reden, die sind eben einfach verfault. Und hier ist es, das Wiener Hanischkampfschwert. Geschmiedet und schwertgefegt nach dem A-168 aus der Wiener Hofjagd- und Rüstkammer. Klinge von Felix Bollwein, Griff von mir. Es gibt jetzt davon zwei. Das bunte, das in den heraldischen Farben lackierte, das habe ich dem Felix bereits geschickt. Das kann ich euch heute nicht mehr in der Kamera halten. Ihr seht es gleich nochmal im Making-of. Und dieses hier ist jetzt mein persönliches Exemplar. Nochmal danke, Felix, für diese wunderbare, qualitativ sehr hochwertige Klinge. Es gibt natürlich Unterschiede, was die Gewichtung anbelangt, die damit zu tun haben, dass dieses Ding hier stumpf ist und nicht ganz so spitz. Ja? Das heißt also, ich habe keine scharfe Waffe bei Felix bestellt und ich wollte auch nicht die mörderische Spitze, die das Original hat. Ganz einfach deshalb, weil ich mit dem Ding auch mal mit jemandem trainieren will und ich möchte auch mit dem Ding mal demonstrieren, ohne meinen Trainingspartner gleich massivst zu gefährden. Deswegen ist das keine akkurate 1:1 Replik, sondern kommt dem Original nur sehr, sehr nah. Der Griff ist nicht lackiert. Wie gesagt, es gibt zwei Versionen. Das ist die unlackierte Variante und der sieht jetzt ein bisschen mehr so aus wie das, was man heute im Museum sehen kann. Wir sehen hier klingenmäßig diese wunderbare Vielschärfe in der Mitte, um das Schwert so zu halten. Und der Griff ist so konstruiert, dass man hier mit der Hand schön direkt am Kreuz reingreifen kann und hat hier jetzt diesen wunderbaren Hebel und hat hier nochmal genug Luft am Knauf, um den einen oder anderen Knaufschlag auszuführen. Ich persönlich habe damit schon Mordheue gemacht. Wenn ich das tue, dann gehe ich meistens mit der Hand hier hin und greife die Fehlschärfe dann so und dann habe ich einen ganz guten Wumms beim Mordhauen. Das Kreuz ist voll beledert, wie beim Original auch. Auch wenn beim Original die Spitzen inzwischen weg abgerissen sind, aber man sieht einfach noch beim Original die Reste und das deutet alles darauf hin, dass das bis an die Spitze ging. Das sind zwei verschiedene Lederstücke, die sich dann in der Mitte so ein bisschen treffen und die sind vernäht. Man kann beim Original hier auch noch Reste der Naht sehen. Dann haben wir hier eine recht aufwendige Kreuzkappe. Die Verzierung hier, diese kleinen Schnitzarbeiten, sind spekulativ. Das Originalkreuzleder ist schon ein bisschen angegriffen und man sieht da nur irgendwelche Punzierungen, irgendwelche Schnitte drin und kann das Muster im Kopf nur schwer zusammensetzen. Und ich wollte aber dann halt einfach eins haben und habe dann hier eins gemacht. Es kann aber auch sein, dass die Randverzierung beim Original ein bisschen anders aussah. Selbiges gilt für das Griffleder, das dann auf dem Kreuzleder aufsitzt. Da gibt es was Besonderes. Das war nämlich auf der einen Seite, hat es eine andere Form als auf der anderen Seite. Auf der einen Seite sehen wir, dass dieser lappenförmige Teil, der das Ganze am Platz hält, dass der dreieckig gewesen sein muss und vorne spitz zulief. Denn unterhalb des Kreuzleders sehen wir, dass unterhalb dieser Kappe sehen wir, dass das Kreuzleder hier anders gefärbt ist und dass es da sozusagen so einen Schatten gibt und man sehen kann, wo einfach nicht drüber lackiert wurde, als man die heraldischen Farben aufgetragen hat. Und man sieht einfach, dass da ein dreieckiger Abdruck ist und dass dieser Lappen hier dreieckig gewesen sein muss. Auf der anderen Seite sieht man, dass dieser Lappen rund ist und man sieht auch, dass die Farbe hier dann komplett drüber geht, diese heraldische Lackierung. Und dann weiß man, dass das Schwert auf der einen Seite diese Form hier hatte und auf der anderen Seite diese. Auch eher ungewöhnlich, weil man es doch sonst immer relativ symmetrisch mochte. Das Original hat drei Taillierungen. Früher hat man Zwing gesagt, aber die Zwing ist eigentlich eher aus der späten Messer- und Schwertkonstruktion. Das ist was anderes, deswegen nutze ich den Begriff nicht mehr. Taillierungen, also Ringe unterhalb des Leders. Eine direkt vorne am Kreuz, eine in der Mitte, um anzuzeigen, wo man die Hand hinhält. Und eine reinzierende hier nochmal am Knauf. Und die sind dann auch entsprechend geschnitzt.
Das Ganze wurde dann mit einer Kordel umwickelt, um hier diese rippenförmigen Abdrücke zu erzeugen und dann hier nochmal entsprechend geschnitzt. Was wir hier sehen, ist die Naht, die hier einmal am Griff entlang geht und zur Hälfte um den Knauf rum. Das habe ich versucht, so ähnlich wie möglich zu machen wie beim Original. Beim Original ist so eine leichte Welle drin, weil sich das Originalleder ein bisschen verzogen hat, vielleicht bei der Verarbeitung oder später beim langsam vor sich hinrotten. Und ich habe es dann hier versehentlich vielleicht ein bisschen zu gerade gemacht. Auf der Seite habe ich auch noch mal eine kleine Naht gemacht, bei der ich mir jetzt nicht sicher bin, ob sie beim Original vorhanden ist. Es ging aber nicht anders, sonst hätte ich diese schmeichelnde Form in den Knauf so überhaupt nicht reinbekommen. Also wenn jemand einen Trick hat, wie man Leder dazu kriegt, ohne Falten so krass zu schrumpfen, kann er mir den gerne nennen. Ich kenne ihn jedenfalls nicht. Ja, gut. Dann würde ich sagen, lasse ich jetzt nochmal die einzelnen Schritte des Making-ofs durchlaufen und wünsche euch einfach viel Spaß beim Zugucken. Wer möchte, kann sowas gerne nachbauen. Aber wie gesagt, bitte fragt mich nicht nach den genauen Daten. Das war der Thorsten für die Stahlakademie. Haut rein, trainiert fleißig und setzt ihm ordentlich an.